Was geht ab, meine? Und heute geht es mal weiter in Roblox Studio mit GUI, denn Jerome hatte vollkommen recht. Ich habe irgendwann mal was von Scrolling Frames gesagt und die muss ich euch auch noch zeigen, weil irgendwo gehören die dazu. Wenn ihr schon wissen wollt, wie GUI richtig funktionieren, sollte ich wenigstens noch Scrolling Frames und Listen zeigen. Das heißt aber auch, die Frage, was wir nach GUI lernen, geht immer noch weiter. Es gab bisher ein paar Leute, die meinten, wir sollen uns Module Scripts anschauen. Wenn ihr das auch wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr irgendwas anderes sehen wollt, dann schreibt es auch in die Kommentare. Ich richte mich da ganz nach den Kommentaren, was ich als nächstes zeigen werde. Jetzt geht's aber ab mit Scrolling Frames. Denn Scrolling Frames sind Frames. Ich mach mal dieses Screen GUI hier aus, weil mich nervt das inzwischen. Lup, enabled einfach aus. Füge ein neues Screen GUI hinzu, mit dem wir jetzt Scrolling Frames erkunden. Und da fügen wir einen normalen Frame, nee, sondern einen normalen Scrolling Frame hinzu. Der verhält sich in erster Linie genauso wie ein Frame. Man kriegt einen weißen Kasten, aber der große Unterschied hier ist, warte, ich will den mittig haben, please. Der große Unterschied ist, das Ding, hier ist eine Scrolling Bar auf der Seite. Und ihr seht auch, wenn ich so auf der Scrollingbar ziehe, gibt es ein komisches Verhalten, weil ich einerseits scrollen kann mit dem Mausrad und andererseits das Ding ziehen kann, aber andererseits auch noch das GUI ziehe. Lustiger kleiner Bug auf jeden Fall. Den Scrolling Frame fügen wir einfach mal hinzu, packen den Anchor Point auf Punkt 5 und Enter. Die Position auf Punkt 5 und Enter, damit es immer in der Mitte ist. Und dann machen wir die Size einfach mal auf Punkt 3 und Enter. Dann hat es dasselbe Seitenverhältnis wie der Bildschirm, ist ein Drittel so groß wie der Bildschirm, ist immer genau in der Mitte, egal welche Bildschirmgröße man hat. Wir können ihn natürlich genauso wie jeden anderen Frame auch designen, indem wir Background Color zum Beispiel ein bisschen dunkler machen, weil wir auf Dark Mode stehen. Aber Scrolling Frames sind ein bisschen eingeschränkt. Sie verhalten sich ein bisschen komisch. Man kann zum Beispiel nicht einfach aufs Plus gehen und ein UI Corner Element hinzufügen. Und wenn man hier die abgerundeten Ecken reinmacht, selbst wenn ich die abgerundeten Ecken auf 1 packe, dass das Ding komplett rund sein müsste, es funktioniert nicht. Es geht nicht. Es geht kein UI-Corner. Es gehen aber Sachen wie UI-Strokes schon. Hier, ich packe das mal auf 10, damit man es ordentlich sieht. UI-Strokes gehen, aber UI-Corner nicht. Warum das so ist? Es ist nun mal Roblox. Wenn ihr eine abgerundete Ecke in einem Scrolling-Frame haben wollt, dann schlage ich euch vor, ihr fügt einfach einen ganz normalen Frame hinzu, macht mit dem, was ihr machen wollt, und packt dann den Scrolling-Frame in den Frame rein, stellt meinetwegen Size auf 1, so, dass der Scrolling-Frame perfekt die Größe vom Frame übernimmt, aber macht die Background-Transparency vom Scrolling-Frame auf 1, damit es durchsichtig ist. Und dann könnt ihr den Frame einfach designen, könnt hier dann das Ding dunkel machen, könnt hier zum Frame, ne, gerade kriege ich kein Plus, okay, es war unsichtbar, dankeschön Roblox Studio, UI Corner hinzufügen und dann hat man hier auch abgerundete Ecken, damit ihr es besser seht, mache ich einfach mal 80 Pixel, dann seht ihr sehr stark abgerundete Ecken haben wir jetzt hier. Trotz des Scrolling Frames. Das ist eine Möglichkeit, darum zu arbeiten. Immer wenn ihr merkt, es gibt irgendwo eine Einschränkung und irgendwas funktioniert nicht so, wie ihr wollt, dann könnt ihr einfach eine neue Layer of Complexity hinzufügen, indem ihr es nochmal verschachtelt in einen anderen Frame reinpackt, davon das Styling übernimmt. Das ist ein Grund, weshalb ich GUI in Roblox nicht so mag, aber es ist natürlich immer noch alles möglich. Man muss einfach nur so weit denken können, dass es so geht. Ich mache jetzt mal STRG Z hier, weil ich will den Scrolling Frame gar nicht so stylen. Wir leben jetzt einfach damit, dass der so ist. Und wir gehen mal auf die Besonderheiten vom Scrolling Frame ein. Denn neben den Eigenschaften von einem Frame, abgesehen davon, dass er sich nicht so gut stylen lässt, hat er ein paar besondere Eigenschaften. Einerseits gibt es ja die Möglichkeit, in diesem Scrolling Frame zu scrollen. Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Damit ihr euch das vorstellen könnt, öffne ich jetzt einfach mal Illustrator und versuche euch da was vorzumalen. So, ein Frame in Roblox Studio ist ja nichts als ein Kasten. Und in diesem Kasten können Sachen drin sein. Zum Beispiel kann hier ein Text drin sein. Kümmern wir uns einfach mal um Styling, damit das noch ein bisschen was aussieht. Gotham haben wir nämlich auch in Roblox. So, hier haben wir eine Überschrift. Dann kann hier noch weiterer Text stehen. So, blub. Da können Bilder drin sein. Blub. So, und es können natürlich mehr Bilder drin sein. Und es kann sein, dass ihr in eurem Frame Sachen drin darstellen wollt, die einfach über diesen Frame hinausgehen. Die Lösung dafür ist, ihr macht daraus einen Scrolling Frame. Das heißt, dieser Frame hier wird als Schnittmaske verwendet, genauso wie ihr es auch kennt mit Clip Descendants. Das würde dann ungefähr so aussehen. Blub. Und alles, was sich hier drin befindet, ist halt abgeschnitten. Man kann halt nur das sehen, was in diesem Frame drin ist. Aber wenn ihr Clip Descendants bei einem Frame anmacht, dann ist es halt abgeschnitten und das war's. Ihr wollt natürlich auch scrollen können und deswegen arbeitet ihr nicht mit Clip Descendants, sondern mit einer Canvas Size. In dem Frame befindet sich ein weiterer Frame drin, der ist unsichtbar und der ist der Canvas. Und diesen Canvas könnt ihr nach oben und nach unten schieben. Und je nachdem, wie groß der Canvas ist, so weit könnt ihr scrollen und dementsprechend könnt ihr halt einfach sowas hier machen. Während ihr in Wirklichkeit das hier macht. Und die Sache ist, das hier, was ihr hier seht, dass die überstehenden Sachen immer noch zu sehen sind, ist auch mit einem Scrolling Frame möglich, indem ihr Clip Descendants einfach auslasst. Ich habe es irgendwie
doch ein bisschen zu kompliziert erklärt. Ich weiß nicht, ich bin nicht so gut im Freestylen von solchen Sachen, aber ich hoffe, ihr könnt euch das irgendwie vorstellen. Ihr habt einmal den Frame, das ist der, den ihr sehen könnt, und dann habt ihr ein Canvas, das ist der Frame mittendrin, der alles beinhaltet, was nun mal in dem Scrolling-Frame drin ist. Und diesen Canvas könnt ihr nach oben und unten, ihr könnt ihn auch nach links und rechts schieben oder nach so und so, das geht auch mit einem Scrolling-Frame. Darauf gehen wir jetzt einfach mal ein, denn in den Properties vom Scrolling-Frame, wenn wir hier nach unten scrollen, seht ihr hier eine Canvas-Size. Und die ist standardmäßig bei 0,0,2,0. Das bedeutet, sie ist größer als der Frame groß ist, und zwar auf der Y-Achse nach unten und oben. Wenn ich die jetzt auf 0,0 stelle, ist das Scroll-Ding hier rechts weg und man kann nicht mehr scrollen. Wenn ich jetzt sage, die Canvas-Size ist breiter als der Frame, indem ich hier zum Beispiel 1,0,0,0 hinschreibe, seht ihr, hier unten ist so eine vertikale Scrollbar entstanden und ich kann hier so scrollen mit Links- und Rechts-Mausrad. Das geht übrigens nur, wenn ihr eine Maus habt, die das unterstützt, nach links und rechts zu scrollen. Das geht auch, wenn ihr direkt da drauf seid, aber ich kann auch so. Aber so könnt ihr das auch machen. Und wenn ihr die Canvas-Size 1,0,1,0 habt, dann könnt ihr nach links und rechts und nach oben und unten scrollen. Wobei das nach links und rechts scrollen aus irgendeinem Grund von Roblox dann nicht mehr richtig supportet wird, weil es nun mal Roblox ist. Dementsprechend solltet ihr im besten Fall keine Scrolling-Frames verwenden, die beide Achsen gleichzeitig machen, sondern nur eine. Scrolling-Direction könnt ihr hier einstellen auf X, Y oder Y oder X. Lasst sie am besten auf X, Y oder stellt sie direkt auf Y, um sicherzugehen, dass ihr nur nach oben und unten scrollen könnt. Wenn ihr nach links und rechts scrollen möchtet, dann stellt ihr es auf X. Dann könnt ihr nicht mehr nach oben und unten scrollen, aber wenn die Canvas Size nach links und rechts nicht größer ist, geht es auch nicht. So, Automatic Canvas Size ist eine Option, die dafür sorgt, dass euer Canvas automatisch so groß ist wie der Inhalt vom Scrolling Frame, und das funktioniert aus irgendeinem Grund nie. Es funktioniert einfach nicht. Also es funktioniert manchmal, aber irgendwie keine Ahnung. Ihr könnt es einstellen, ihr könnt hier Y einstellen und dann wird die Canvas Size automatisch so groß wie der Inhalt ist, wenn ihr zum Beispiel jetzt in den Scrolling Frame ein paar Textbuttons hinzufügt. So. Dann haben wir hier einen Textbutton, machen wir noch einen, haben wir hier einen, machen wir noch einen, haben wir hier einen und so weiter, damit ihr das jetzt einfach mal seht. Jetzt haben wir die, die hier rüber hinausgehen, und wir können scrollen. Automatic Canvas heißt, könnt ihr leider nicht testen, es sei denn, ihr geht halt wirklich ins Spiel rein und testet den Spaß. Und das haben wir jetzt an und ihr seht, der Canvas ist zu groß. Ich schlage immer vor, wenn ihr mit Scrolling Frames arbeitet, geht wirklich ins Spiel rein und testet hier, indem ihr auf Players, auf euch selbst, auf Player GUI und auf euer GUI geht und dann hier die Sachen einstellt. Hier haben wir jetzt die Automatic Canvas Size auf Y. Canvas Size packen wir mal auf 0. Und jetzt kann ich hier nicht scrollen, und das, obwohl da Sachen drin sind. Es funktioniert einfach nicht. Es macht keinen Spaß, ganz im Ernst. Also was ich sagen wollte, wenn ihr hier drin einen Frame habt, ich nehme jetzt mal den Textbutton und tue so, als ob das ein Frame ist. Und wenn der Frame ganz groß ist und wenn ihr in diesem Frame dann weitere Sachen drin habt, so, die ihr hier so platzieren könnt. Einen da, einen da, einen da, einen da. So, und dann könnt ihr bei dem Textbutton meinetwegen die Transparency niedriger stellen, damit ihr es seht. Dann funktioniert das, glaube ich, mit der Automatic Canvas Size. Natürlich müssen wir jetzt die Canvas Size wieder auf 0 stellen. Und jetzt funktioniert es so halbwegs, aber ihr seht, es funktioniert nicht so richtig. Aber es liegt halt daran, dass der Frame halt auch nicht ganz oben anfängt. Deswegen, wenn ihr euch darauf verlassen wollt, müsst ihr immer die Position 0,0 haben, dass es wirklich ganz oben links anfängt. Und es richtet sich halt wirklich nur nach der Größe und ignoriert komplett die Positionen von allen Children. Wenn ihr nur einen Frame habt, der wirklich genau die Canvas Size ausfüllt, dann mag es funktionieren. Ja. Ansonsten funktioniert das leider nicht und ihr müsst mit Code die Canvas Size einstellen. Ich werde euch aber nachher zeigen, wie das anständig funktioniert. Wir gehen jetzt weiter erstmal ein paar Eigenschaften durch. Das heißt, die Text-Buttons packe ich jetzt einfach mal wieder hier so rein. So, wir haben auch noch eine Canvas Position. Damit könnt ihr einstellen, wie weit gerade gescrollt wurde. Wenn ihr runterscrollt, seht ihr, die Canvas Position geht hier nach unten. 300 Pixel haben wir nach unten gescrollt. Nach oben, nach unten. Nach ganz unten sind es 1295 Pixel, die ich gescrollt habe. Die könnt ihr auch coden und die könnt ihr auch auslesen, um zu sehen, wie weit eine Person gescrollt ist. Und wenn ihr ein cooles GUI habt, bei dem ihr zu einer Stelle hin scrollen wollt, könnt ihr genau das animieren, die Canvas Position. Das Bottom Image sind die Bilder von oben und unten von der Scrollbar, weil als Scrollbars rauskamen, gab es noch keine abgerundeten Ecken und dementsprechend ist das kein Kasten mit abgerundeten Ecken, sondern es ist ein Kasten, wenn wir das ausmachen, mit einem Bild oben, einem Bild unten und einem Bild in der Mitte, und das Mid-Image ist das hier. Wenn wir das auch ausmachen, haben wir hier einfach nur noch das Top-Image übrig. Das Top-Image können wir auch ausmachen, und dann haben wir gar keine Scrollbar mehr, die wir sehen können. Wir können es natürlich alles wieder zurückmachen. Top-Image ist wieder da, Mid-Image ist wieder da und Bottom-Image ist wieder da. Und diese Bilder könnt ihr austauschen durch andere Bilder, um eure Scrollbar zu customizen. Wo wir schon beim Customizen der Scrollbar sind, die Scrollbar-Image-Color könnt ihr auch anpassen und damit von schwarz auf irgendwelche anderen Farben umstellen, um die Scrollbar halt einzufärben. Funktioniert wie eine ganz normale Image-Color, weil es halt tatsächlich ein Image ist, statt eines Frames.
Danke, Roblox. Scrollbar Image Transparency ist die Durchsichtigkeit von der Scrollbar. Scrollbar Thickness ist, wie breit die Scrollbar ist. Die könnt ihr auf 50 stellen, dann ist sie sehr viel breiter. Und dann wird sie auch irgendwann verpixelt, weil es halt ein Image ist und kein Frame. Und ihr könnt sie auch dünner stellen auf 5 und dann ist sie jetzt sehr viel dünner und man sieht sie fast gar nicht. Ich pack sie mal auf 15 so. Scrolling Direction habe ich schon gesagt, in welche Richtung gescrollt werden kann. Scrolling Enabled könnt ihr ausmachen, dann könnt ihr nicht mehr scrollen. Dann kommen wir zu Vertical Scrollbar Inset und Horizontal Scrollbar Inset. Die haben einen Einfluss auf die Canvas Size, über die gescrollt werden kann. Das heißt, in den meisten Fällen wird es gar keinen Einfluss haben, weil ihr nur in eine Richtung scrollt. Aber ich glaube, dann, wenn ihr in zwei Richtungen scrollt, kann es einen Einfluss haben. Das heißt, wenn hier auf Scrollbar steht, bedeutet das, dass die Canvas ein bisschen kleiner wird, und zwar um die Breite der Scrollbar, sofern die Scrollbar zu sehen ist. Wenn ihr es auf None stellt, ist es nicht der Fall. Wenn ihr es auf Always stellt, ist es immer der Fall, auch wenn die Scrollbar nicht zu sehen ist. Das solltet ihr einfach nur im Hinterkopf haben, wenn ihr irgendwelche komischen Probleme mit der Canvas-Size haben solltet. Ihr könnt einmal darauf achten, wenn ich Horizontal Scrollbar Inset von Scrollbar auf None stelle, dann ändert sich die Canvas-Size, aber die Absolute Window-Size ändert sich nicht. Wir stellen auf None und wir stellen sie wieder auf Scrollbar und die Canvas-Size hat sich nicht verändert, weil es keine Horizontal Scrollbar gibt, die ist nicht zu sehen. Dementsprechend hätte ich es auf Always stellen müssen und es wird auf einmal größer, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt kleiner, wenn ich es auf None stelle. Interesting. Vertical Scrollbar Inset Scrollbar, da seht ihr es auf jeden Fall bei dem ersten Wert. Jetzt ist eine Scrollbar zu sehen, weil wir vertikal scrollen. Und wenn wir es auf None stellen, wird es auf einmal größer, wenn wir es auf Scrollbar stellen, wird es wieder kleiner. It is what it is. Jetzt haben wir ganz viel über diese ganzen Properties gesprochen, aber ihr könnt euch darunter nicht wirklich was vorstellen. Und das, was wir bis jetzt haben hier, ist ziemlich blöd und anstrengend. Aber es gibt eine bessere Option, diese Text-Buttons listenförmig anzuzeigen. Und das geht mit einem UI-List-Layout. Und jetzt kommen wir endlich zu einem Punkt, wo es nützlich wird. Listen. Bevor wir mit einem Scrolling-Frame und Listen arbeiten, arbeiten wir erstmal mit einem normalen Frame und Listen. Deswegen füge ich hier einfach nochmal einen Frame hinzu. Und wir machen es so, wie man es aus vielen Spielen kennt. Wir haben hier einfach eine Leiste. Ein Frame. Ich mache die Transparency mal auf 0,5, weil es sollte eigentlich unsichtbar sein, aber einfach nur, damit ihr es seht. Zu diesem Frame fügen wir jetzt ein UI-List-Layout hinzu. Und wenn ein UI-List-Layout in einem UI-Element drin ist, sorgt es dafür, dass alle anderen UI-Elemente, die sich da drin befinden, listenförmig angeordnet werden. Das heißt, ich kann jetzt hierzu einen Image-Button hinzufügen. Blub. Und der Image-Button ist oben links. Okay, füge ich einen weiteren hinzu, ist er da drunter. Weiteren, 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 weiteren. Ihr seht, es wird eine Liste angefertigt. Wir machen es erstmal nur mit 4. Aber wir wollen vielleicht nicht, dass die oben links sind und dass die direkt nebeneinander sind. Dementsprechend können wir beim UI-List-Layout ein Padding einstellen. Zum Beispiel sagen wir, es sollen immer 10 Pixel dazwischen sein. Blub, auf einmal haben wir 10 Pixel Abstand horizontal zwischen ihnen. Eine Liste geht übrigens immer nur in eine Richtung, entweder nach unten oder nach rechts. Wenn wir die Fill Direction ändern von Vertical zu Horizontal, blub, sind sie auf einmal so nebeneinander. Aber meistens will man es Vertical haben, dementsprechend ist das die Standardeinstellung. Dann gibt es die Sort Order, das ist die Layout Order. Es gibt aber auch die Möglichkeit, nach Name zu machen. Das heißt, ihr könnt die Dinger alphabetisch benennen und dann sind sie immer nach Namen sortiert. Layout Order ist die Reihenfolge, in der ihr die Sachen hinzufügt. Das heißt, wenn ich jetzt einen neuen Button hinzufüge, wird er unten ergänzt. Wenn ich den Button hier oben rausnehme mit Steuerung X, ist er weg. Und wenn ich ihn wieder hinzufüge mit Steuerung Shift V, ist er unten hinzugefügt. Wenn ihr mehr Kontrolle darüber haben wollt, aber sie nicht alphabetisch umbenennen wollt, könnt ihr die Layout Order ändern, indem wir sagen, zum Beispiel Image Button, ich gebe den einfach mal eine Farbe, damit man es sehen kann, der hier ist grün und das Image kommt weg. Dann machen wir eine Kopie, der hier wird blau, der hier wird gelb und der hier wird rot. So, und jetzt wollen wir den roten oben haben. Dementsprechend können wir hier auf Layout Order gehen bei dem Image Button. Das habe ich euch, glaube ich, vorher noch nicht erklärt bei den UI Elements, dass die Layout Order halt dafür da ist. Wir können jetzt Layout Order hier sagen, minus 1. Und es ist ganz oben, weil je niedriger, desto mehr ist es am Anfang. Standardmäßig ist es immer 0. Wenn wir jetzt sagen wollen, grün soll am Ende sein, können wir eben Layout Order 10 geben. Wenn wir wollen, dass gelb an zweitletzter Stelle ist, können wir eben Layout Order 9 geben. Blub. Und dann wollen wir noch blau und rot vertauschen. Dementsprechend gebe ich blau jetzt die Layout Order 1. Damit ist es größer als rot und blub, jetzt haben wir blau, jetzt haben wir rot, blau, gelb und grün. Layout Order erklärt. Und da wir es nicht oben links aligned haben wollen, sagen wir Horizontal Alignment soll Center sein, dann ist es mittig in diesem Frame. Wir machen den Frame mal ein bisschen breiter, damit man es stärker sieht. Jetzt ist es mittig in dem Frame. Wir können natürlich hier auch sagen rechts, dann ist es rechts, aber mittig ist meistens cool, dementsprechend Center. Horizontal Flex ist eine richtig coole Eigenschaft, weil es jetzt endlich Flexboxen gibt, nach 100 Jahren. Hier könnt ihr einstellen, wie sie sich halt verhalten sollen. Wenn wir jetzt sagen Horizontal Flex, Fill, Vlup, werden sie horizontal von links nach rechts komplett gestretched. Space Around,
bedeutet einfach nur gleichmäßiger Space außen herum. Man würde den Unterschied halt nicht sehen. Und Space Evenly ist halt auch ein gleichmäßig verteilter Space außenrum. Das applied alles eher so bei Grid-Layouts, nicht wirklich bei List-Layouts, weil es halt horizontal ist. Aber wir stellen es mal auf None. Dann gibt es noch das Vertical Alignment. Das steht standardmäßig auf Top. Es kann aber auch auf Bottom sein. Oder es kann Center sein, wenn wir es in der Mitte haben wollen. Jetzt gibt es aber halt auch ein Vertical Flex. Und der Vertical Flex bedeutet auch Fill. Das bedeutet, es wird komplett ausgefüllt und alle werden entsprechend gestretched. Es gibt Space Around. Das bedeutet, jetzt ist der Abstand überall gleich. Achtet aber darauf, hier oben ist weniger Abstand als hier zwischen, weil der Abstand hier zwischen halt doppelt so groß ist. Einmal haben wir oben denselben Abstand wie unten denselben Abstand. Dafür gibt es halt auch Space Evenly. Jetzt kann man es besser sehen. Jetzt ist oben und unten gleich viel Abstand. Und Space Between bedeutet, es ist nach oben und unten gestretched, aber gleichmäßiger Abstand zwischen den Boxen. Und das ist super cool, dass es das endlich gibt. Endlich gibt es Flexbox-Eigenschaften. Nach 100 Jahren. Das ist einer der Gründe, warum ich GUI in Roblox nicht leiden konnte, weil es keine Flexboxen gab, die ich aus dem Web-Development kannte. Jetzt gibt's das. Zwar immer noch nicht so umfangreich wie im Web-Development, aber es ist ein guter Anfang. Dann gibt es noch Item-Line-Alignment, was auch eine Eigenschaft von Flexboxen ist, die ich euch hier jetzt nicht wirklich zeigen kann, weil das ist für das Alignment über verschiedene Achsen von Items in einer Linie. Ich überlege gerade, wie ich es euch zeigen kann. Eine Sache, die ich euch noch zeigen möchte, ist, ihr könnt dank den Flexbox-Eigenschaften jetzt tatsächlich auch ein Item größer machen. Und es passt sich einfach geil an. Es ist so cool. Ihr könnt es auch breiter machen. Ihr könnt es natürlich nicht verschieben, weil die Position wird immer noch vom UI-List-Layout festgelegt. Und mir fällt jetzt was ein. Ihr könnt zum Beispiel einfach zu viele Items haben, als dass sie in den Frame passen würden. Und dann könnt ihr bei dem UI-List-Layout Wraps anmachen. Und es wird so irgendwie zusammengequetscht, dass es noch irgendwie reinpasst. Wenn wir jetzt den Vertical Flex wieder auf None stellen, seht ihr, wie es jetzt tatsächlich aussehen würde. Aber der Vertical Flex sorgt halt dafür, dass es halt evenly gespreadet ist in beiden Linien sozusagen. Beim Horizontal Flex haben wir jetzt tatsächlich auch die Möglichkeiten, was einzustellen. Zum Beispiel Space Evenly, Space Between, Space Around, None oder Fill. Dass es halt reingequetscht wird. Machen wir einfach mal ein paar mehr dazu. Aber ich glaube, das Item Line Alignment wird da dann immer noch keinen großen Einfluss drauf haben, wenn wir hier irgendwas anpassen. Lass es aber standardmäßig erstmal auf Automatic. Wir haben jetzt auf jeden Fall UI List Layouts verstanden. UI List Layouts sind eine coole Sache. Und da es die Möglichkeit gibt, sozusagen Wraps, kann man halt wirklich sehr viele Sachen hinzufügen. Und es wird einfach mehr. Und da es Wraps gibt, können wir immer mehr Items hinzufügen. Und es geht halt in neue Zeilen rüber. Und das alles automatisch, was ziemlich praktisch ist. Weil wenn wir es nicht auf, wenn wir Wraps aus hätten, dann wäre es halt eine lange Linie. Und in beiden Fällen ist ein Scrolling Frame ganz nützlich. Wenn wir jetzt diese ganzen Items mit dem UI List Layout in den Scrolling Frame reinpacken, flupp, dann sind die im Scrolling Frame drin. Wir können runterscrollen oder wir können hochscrollen, aber sie gehen halt nach links und rechts. Dementsprechend mache ich einfach mal Wraps wieder aus, flupp. Wir können jetzt nach unten scrollen, wir können nach oben scrollen und können halt alle Items aus unserer Liste sehen, nur dass sie so ein bisschen abgeschnitten sind. Hier gehen sie ein bisschen zu weit nach oben. Hier unten ist zu viel Platz und das liegt halt daran, dass der Scrolling Frame an sich mit seinem Canvas nicht genau das macht, was wir immer wollen. Deswegen lassen wir am besten tatsächlich die Automatic Canvas Size auf None. Flupp. Dann können wir zwar nicht alles sehen, aber wir können halt später per Code einstellen, okay, die Canvas Size mit allen Items ist so und so groß und dann stellen wir sie hier manuell einfach ein. Und den Code werde ich euch jetzt einfach mal zeigen. Wir fügen zu unserem UI List Layout ein Local Script hinzu, nennen dieses Local Script das Scrolling Frame mit List Fix Script. So, und holen uns erstmal die Liste. Ist gleich script.parent. Und den Scrolling Frame ist gleich list.parent. Jetzt können wir eine Funktion schreiben, die nennen wir local function update canvas size und sagen hier dann einfach scrolling frame.canvas size ist gleich udem2.fromOffset list.absoluteContentSize.x, list.absoluteContentSize.y. Weil das UI List Layout gibt uns tatsächlich auslesbare Werte Absolute Content Size, die uns genau sagen, wie viele Pixel diese Liste denn an Platz einnimmt. Und das ist sehr nett von ihr, finde ich. Wenn man so etwas macht und dann aktiv immer die Canvas Size an den Inhalt updatet, kann man natürlich keine Sachen machen, die dafür sorgen, dass sich der Abstand und die Größe der Sachen in der Liste automatisch an die Canvas Size anpassen, weil sonst hat man ein flackerndes GUI. Das ist der nächstes Ding, welches anstrengend an Roblox GUI ist. Wir gehen jetzt einfach mal rein, testen, ob das funktioniert. So, und wir haben jetzt eine Canvas Size, die dafür da ist, dass wir genau bis zum Ende hier hinkommen. Und wenn wir nach oben scrollen, sind wir hier genau am Anfang. Genau vom Anfang bis genau zum Ende. Wir können auch einmal ins GUI reingucken. Und dann, na gut, wir können jetzt tatsächlich nicht auswählen, aber was wir haben. Aber wir entfernen einfach mal einen Image-Button, blub, und haben auf einmal mehr Platz. Entfernen noch einen, blub, und haben noch mehr Platz.
Aber ihr seht, weil wir jetzt diese Flex-Layouts haben, wird der Abstand automatisch angepasst, was natürlich auch super cool ist. Früher gab es die Möglichkeit, und die gibt es immer noch, die Größe von den Dingern an der Größe der Canvas-Size relativ zu skalieren. Und wenn man das gemacht hat und dann das immer wieder in einem Feedback-Loop geupdatet hat, hat es total geflackert. Jetzt mit diesem Flex-Layout funktioniert das relativ gut tatsächlich. Aber wir haben ja noch keinen Feedback-Loop, weil wir die Canvas-Size nur einmal updaten. Was man machen könnte, ist ein Infinite-Loop, zum Beispiel game://getService/runService.heartbeat:/connect:function. Und dann Update Canvas Size, dann wird wirklich jeden einzelnen Frame die Canvas Size geupdatet, was auch sehr stressig sein kann. Ihr seht, es flackert zum Glück gerade nicht. Wenn ich jetzt nochmal ins GUI reingehe und einen Image-Button entferne, blub, seht ihr, flackt das ganz kurz auf, blub, blub, nochmal, blub, 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 blub. Aber wir haben den Canvas Size immer genauso groß, wie der Inhalt ist, mit unserem Abstand von 10 Pixeln, den wir hier eingestellt haben. Und wenn wir den Abstand auf 100 Pixel erhöhen, blub, bleibt der Abstand auch so und wir können nach ganz unten scrollen und haben immer noch den gelben ganz unten am Boden. Beziehungsweise die zwei gelben gefolgt von dem blauen. Wenn wir den Abstand jetzt auf 20 Pixel stellen, flupp, sind es immer noch die zwei gelben und der blaue, es passt einfach rein. Kann man so machen. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man einen Infinite Loop laufen hat, der es immer wieder aktualisiert. Dementsprechend könntet ihr auch sagen, wir aktualisieren das nur einmal oder immer dann, wenn ein Item hinzugefügt wird, aktualisiert ihr das. Oder ihr könnt auch sagen, scrollingFrame.childEdit:/connect update canvas size und scrollingFrame.childRemoved connect update canvas size und dann natürlich die canvas size einmal noch selbstständig updaten. Und dann habt ihr auch ein eventbasiertes Script, welches den ganzen Spaß fixt. Und so sieht das aus. Aber wenn ihr jetzt noch Eigenschaften von einer Liste zum Beispiel aktualisiert, dann aktualisiert die Canvas Size nicht. Dementsprechend, wenn das der Fall sein könnte, müsst ihr das auch noch berücksichtigen. Hängt immer davon ab, was ihr mit eurem GUI macht während des Spiels. Wenn ihr natürlich oben und unten noch ein bisschen mehr Abstand haben wollt, könnt ihr am Ende einfach sagen, plus den Abstand, den ihr haben wollt. Wir haben hier 10 Abstand pending. Die 10 Abstand wollen wir oben und unten haben, das heißt 2 mal 10 ist 20. Jetzt haben wir 20 Abstand und der Abstand sollte dementsprechend oben und unten gleichmäßig sein. Ihr seht, der Abstand hier zwischen den beiden Dingern ist der gleiche wie den wir oben haben. Und wenn wir nach unten gehen, ist es hier auch der gleiche. So, damit haben wir unsere Liste gemacht. In einem Scrolling-Frame, der sich dann auch von der Canvas-Size richtig anpasst. Neben dem UI-List-Layout gibt es natürlich noch das UI-Grid-Layout, welches das gleiche ist, nur dass es ein Grid ist. Ich entferne das List-Layout, füge das Scrolling-Frame mit List-Fix-Script auch hinzu, weil das wird in einem Grid-Layout genauso funktionieren, weil es dieselben Eigenschaften hat. Nur, dass wir hier jetzt ein Grid haben, wo halt mehrere Zeilen dargestellt werden können. Wir haben hier ein Cell-Padding von 5. Stellen wir das mal wieder hoch auf 10 Pixel. Für die Breite und hier hinten auch 10 Pixel für die Höhe. Blub. Wir haben eine Cell Size, die wir einstellen können. Alles ist immer 100 Pixel groß. Wir können aber auch sagen, dass die Cell Size 150 Pixel breit sein soll und nur 70 Pixel hoch. Kann man machen, wird dann entsprechend gestretched. Fill Direction Horizontal kann man auch wieder auf Vertical packen. Fill Direction Max Cells ist, wie viele Zellen wir maximal haben. Wenn wir das jetzt auf 1 stellen, dann ist es wie ein List Layout. Wenn wir es auf 2 stellen, ist es wie ein List Layout mit 2. Mit 3, mit 4, aber nur so lange es halt auch reinpasst. Wir stellen es mal auf 2, um zu zeigen, dass das geht. Die Sort Order, gibt es auch wieder Layout Order oder Name. Sort Order ist von wo aus gestartet werden soll. Das hier heißt hier oben ist 0, dann kommt 1, dann kommt 2, dann kommt 3. Man könnte halt auch Top Right nehmen. Dann ist das hier 1, dann 2, dann 3, dann oder 0, dann 1, dann 2, dann 3. Halt die Reihenfolge, wie sortiert werden soll. Top Left ist normal. Horizontal Alignment kann man wieder auf Center stellen. Vertical Alignment kann man auch wieder auf Center stellen, was keinen großen Unterschied macht, weil wir ja in einem Scrolling-Frame drin sind. Aber ihr seht, es geht halt wieder über den Rand hinaus. Und wir wollen nicht, dass das über den Rand hinausgeht. Deswegen haben wir das Scrolling-Frame mit List-Fix-Script, bei dem wir genau dasselbe eingestellt haben. Gehen dann auf Spielen und der Spaß ist gefixt. Wir haben oben unsere 10-Pixel-Abstand, wir haben ganz unten unsere 10-Pixel-Abstand und alles ist cool. Und so könnt ihr eure Menüs machen. So könnt ihr ein Inventar machen, so könnt ihr hier links eine Leiste machen mit Buttons. So könnt ihr halt unten links auch einfach eine Liste machen mit Effekten, die gerade aktiv sind. Das ist alles möglich mit List-Layouts, mit Grid-Layouts und dass ihr im Inventar scrollen könnt, ist halt möglich mit Scrolling-Frames. Damit haben wir jetzt wirklich advanced Features von Roblox UI gelernt. Als Hausaufgabe würde ich euch aber schon gerne was Leichteres aufgeben. Das Screen-GUI hier lösche ich einfach mal. Macht euch einfach mal eine Notizenliste. Macht einen Frame, den ihr habt. Unten ist oder irgendwo ist eine Textbox, in der ihr Sachen reinschreiben könnt und wenn ihr dann Enter drückt oder auf den Knopf drückt oder halt irgendwie aktiviert, wird das, was ihr in die Textbox geschrieben habt, als Label in eine Liste hinzugefügt.
Und immer so weiter, dass ihr dann eine Liste mit einem Scrolling-Frame habt, wo ihr all eure Notizen anschauen könnt. Und ihr fügt natürlich zu der Liste dann auch noch einen Knopf hinzu, um die Sachen zu entfernen. Das ist praktisch genau das gleiche, was ich hier bei dem K-Notes-Plugin gemacht habe. Wir können hier unten Sachen reinschreiben, das sind auch nur zwei Textboxen. Ich kann Enter schreiben, dann ist es zur Liste hinzugefügt und ich kann hier aufs X zweimal drücken und dann wird es entfernt. Also ihr macht im Grunde genau das gleiche wie dieses K-Notes-Plugin, nur als ganz normales GUI in Roblox Studio. Und in Zukunft, wenn ich euch zeige, wie man Plugins macht, könnt ihr das natürlich auch zu eurem eigenen Notes-Plugin umwandeln. Zu der Hausaufgabe werde ich keine Auflösungsfolge machen, weil das bleibt ganz bei euch. Ihr könnt mir eure Hausaufgabe natürlich gerne noch auf meinem Discord-Server zeigen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie da auch stellen. Ich bin nur gerade nicht so aktiv dort. Gibt aber ein paar andere User, die das sind. Seid bitte dort immer höflich und schreibt mir in die Kommentare, was ihr euch als nächstes wünscht. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao!